Hallo und herzlich willkommen zurück bei One Late Night. Und passend zum Start von Folge 3 geht auch wieder die Musik los. Und die verrückte Frau wandert hier weiter durch die Flure. Wir waren im letzten Part auf der Suche nach den Batterien. Ich habe dann auch 2 Batterien die ganze Zeit gesucht, bis mir irgendwann aufgefallen ist, ich brauche 3. Wo ich mich dann auch gefragt habe, welche Taschenlampe benötigt heutzutage 3 Batterien. Aber ist ja auch egal. Wir kehren zurück zum Spiel. Ich habe ein bisschen das Rauschen entfernt. Das kam vom Lüfter. Das ist weg. Wir finden jetzt hier einen Schlüssel. Und Emergency Key sagt uns, wir müssen zum Notausgang. Da ist die Wilde. Wir verstecken uns mal hier kurz in dem Raum. Hinter der Tür in Warbats Büro. Und hoffen, dass uns nichts weiteres passiert. Ich habe die Quali ein bisschen runtergestellt, aber ich sag mal so, lieber ein bisschen minderwertige Quali anstatt ein Gelege vom Herrn. Und wir machen es einfach mal so, wir schwingen den Kopf runter, gucken die komische, schlammüberzogene Frau gar nicht an und öffnen hier die Tür und wir verlassen zum ersten Mal das Büro, Leute. Ich war hier selber noch nicht, also ich mache das zum ersten Mal. Gucken, kann man das hier öffnen? Nein. Wow! Ja, so kann man sich erschrecken, die Olle rennt mir hinterher. Wir sind auf der Flucht. Herzschlag pocht, wir rennen natürlich zur Tür, welche sollte auch sonst ausgehen. Und kommen in eine andere Dimension, in ein Schwarzsilber. Da sind wir, Leute. Hier fliegen Stühle, also es gab hier eine Barschlägerei, das Telefon klingelt, doch diesmal befinden wir uns wieder natürlich im Büro, aber diesmal in der Nacht. Gänsehaut türmt sich in mir auf. Und wir gehen jetzt auf den Weg zum Telefon, damit unser Stalker uns anruft. Stalker sind ja immer so eine Sache. Stellt euch mal vor, ihr hättet einen Stalker, der euch verfolgt, nachts vor eurem Bett steht und ihr guckt ihn an und sagt euch, was soll ich tun? Soll ich schreien? Soll ich ihn vergewaltigen? Aber wir gehen mal... Ton. Und der Grusel geht weiter. Wir gehen weiter durchs Büro hier. Angst, Schweiß. Wir haben zwar eine Taschenlampe mit 3 Batterien, bringt uns aber auch nicht an viel. Hier in Warbats Büro ist nicht passiert, aber ich sag euch, Leute, der Mann hat damit was zu tun. Der hat damit was zu tun. Das ist Robert. Robert, wir gehen wieder hier durch diesen dunklen Raum, können wir zurück aus dieser Dimension. Partikel fliegen durch die Luft, hier sieht man ein Fenster, was sehr stark spiegelt. Und mich fasst die Frage auf, Leute, Geister, glaubt ihr an Geister, übersinnliche Kräfte? Die Tür ist verschlossen. Weil ich muss ehrlich sagen, ich glaube an so eine Scheiße, weil was soll sonst nach dem Tod passieren, da soll man doch... wenigstens dran glauben und glauben lassen. Weil ihr müsst euch vorstellen, nach dem Tod, ihr stellt euch vor, ihr geht pennen, Leute. Ihr schlaft 10 Stunden. Und wacht dann auf und das kam euch vor wie ein paar Sekunden oder so. Und stellt euch mal vor, ihr seid tot, liegt da jahrelang. Was soll denn danach passieren? Seht ihr schwarz? Seht ihr? Träumt man, aber das Gehirn zerfällt ja und man braucht ein Gehirn zum Träumen und... Ich würde gerne mal eure Meinung hören. Glaubt ihr an Träume? Träume, genau das. Nicht an Träume. Wer glaubt denn nicht an Träume? Glaubt ihr an Geister, Übernatürliches, Dämonen, schwarze Magie, weiße Magie, Voodoo, was es da nicht alles gibt auf unserem verrückten Planeten? Und wir gehen jetzt mal hier weiter. Ich nehme jetzt mal hier ein Käffchen. Diesmal, I have enough Kaffee von, ne? Er hat nicht genug. Er hat genug vom Kaffee in diesem Moment. Durchstöbern wir mal hier alles, da liegt im Kühlschrank immer noch, auch in der Nacht liegt hier noch ein komisches... Was soll das sein? Soll das eine Pizza sein? Da liegt immer noch diese Shampoo-Flasche. Sind denn die Zigaretten noch da? Ja, sie sind noch da. Wenn diese nicht da wäre, würde ich jetzt kollabieren. Wir gehen jetzt mal hier. Können wir durch die Tür...
Man sieht auch, diese Tür führt eigentlich wie in eine andere Dimension. Das heißt, wir sind gefangen. Wahrscheinlich träumen wir gerade oder so. Das meine ich ja mit Tod. Man weiß nicht, was passiert. Ich spiele das Spiel natürlich immer nachts und mitternachts, weil man muss ja diesen Gruselfaktor doch ein bisschen in sich tragen. Und wir wandern jetzt hier mal verwirrt weiter. Auf die Toilette. Ob da das verrückte, wirte Gretchen... Lass mich frei, Stuhl! Lass mich frei! Der Stuhl hat mich freigelassen. Wenn da jetzt einer hinter der Toilette sitzt... Okay, ist keiner. Ich kann mich noch erinnern, da war damals so ein mysteriöser Rollstuhlfahrer auf der Toilette. Ich habe mich erschrocken, als ich das gesehen habe. Ich habe den nicht irgendwie eingeschnitten oder so. Der kam dann wirklich erst mit dem Let's Play hochladen. Man weiß ja dann doch nicht immer, was einen hier erwartet. Weil es sind ja immer so mit den Sachen, die sind ja immer neu gespawnt sozusagen. Ist ja nicht so, dass die einen festen Spawn haben, immer an der gleichen Stelle sind, sondern die sind einfach immer da, wo sie da sein sollen sozusagen, wie die Batterien. Man sucht nach 2, dann waren es 3, hatten wir den Key gefunden, konnten jetzt hier weitergehen. Und ich renne mal ganz kurz, sorry Leute, aber ich will mal ganz kurz speichern. Renn mal hier in unser Büro rein. Keine mysteriösen Nachrichten hinterlassen. Loggen uns mal kurz ein mit unserem Username Me und dem Passwort Ecken. Und ich muss sagen, ist schon sehr vorsichtig. So würde ich es auch machen. Mein Passwort natürlich direkt an den PC kleben, damit jeder weiß, wie mein Passwort lautet. Und irgendwie biegen wir uns zurück in den Stuhl. What does it song play? Why does it song play? Er fragt sich, warum der Song die ganze Zeit spielt. Ich muss sagen, der Song hört sich ganz komisch an, so eine Clownsmusik ist halt. Ach, jetzt ist hier aus, okay. Hat das Radio uns seltsame Musik gespielt? Der Stuhl war aber mal hier am Lab. Hier immer noch dieses mysteriöse Reacher-Brett. Da hatten wir... Oh, hier liegt was auf dem Dings. She won't let you leave. Sie will, dass du gehst, sonst verlässt ihr. Abhaus. A candle, eine Kerze, die nur sehr... Okay. Can be useful when batteries runs out. Das heißt, es... I need a lighter too, right? Das heißt, throwable when lit. Alan B. Alan B. Okay, wir haben jetzt eine Kerze gefunden. Die Note, dass sie will, dass wir gehen. Wir sollen hier abhauen vor dieser Gestalt. Aber ich sag's mal so, wir werden ja nie. Wir wollten ja nur arbeiten hier. Aufgrund der ewigen Suche, wie es weitergeht, musste ich hier einen Schnitt setzen. Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder.